Ja, dann begrüße ich Sie wieder alle heute Abend zu diesem Beethoven-Talk im Internet mit der inzwischen 13. Folge. Diejenigen, die immer nicht dabei sein können, können sich das dann mit der Aufzeichnung anschauen. Und das wird auch reichlich genutzt. Wir haben uns ja bei den beiden letzten Treffen mit dem Bonner Komponisten Beethoven befasst und mit den Werken, die er in Bonn komponiert hat, die zunächst einen Schwerpunkt beim Klavier hatten und dann einen Schwerpunkt hatten bei einer Formen- und Orchestrierungsvielfalt. Und heute geht es um einen speziellen Gesichtspunkt, der gar nicht bekannt ist und zu dem es viel zu erzählen gibt, nämlich um die Bonner Wurzeln der Ode an die Freude. Dass die Ode an die Freude, also der vierte Satz der 9. Sinfonie, vielleicht das bekannteste Beethoven-Werk ist, das wissen wir alle, aber dass das schon in Bonn seinen Ausgangspunkt genommen hat, das will ich heute ein bisschen schildern und dazu auch wieder, wie inzwischen ja gute Übung, Ihnen ein paar Beispiele und vor allem eine bildliche Präsentation geben. Und ich hatte schon gesagt, wir haben uns beim letzten Treffen mit dieser ersten und zweiten Phase der Komposition befasst. Und heute geht es eben um die Bonner Wurzeln der Ode an die Freude und dann auch nochmal um den Hinweis darauf, dass Beethoven Werke schon in Wien und an vielen anderen Plätzen der Welt gespielt worden sind, bevor Beethoven überhaupt Bonn verlassen hat. Wenn es um die Ode an die Freude geht, dann muss man sich zunächst mit Bartholomäus Fischenich befassen. Bartholomäus Fischenich war der Sohn des Küsters an der Remigiuskirche, also der Taufkirche von Beethoven. Wir sehen, er war 2 Jahre älter als Beethoven, ist aber praktisch mit ihm aufgewachsen. Er gehörte auch zum Zehrgartenkreis, also diesem Freundeskreis von Beethoven, wo sich junge Leute getroffen haben, um mit Aufklärung und über Aufklärung zu diskutieren. Und Fischenich ist dann 1791, 92 nach Jena gegangen zum Studium und ist im Oktober 1792, kurz bevor Beethoven abgereist ist, wieder nach Bonn zurückgekommen und wurde dann schon in jugendlichem Alter Juraprofessor. Er hat dann auch weiter eine große Rolle gespielt. Er war Trauzeuge, als Babette Koch den Grafen Belderbusch geheiratet hat, 1802. Und was uns nun besonders interessiert, in Jena schloss er Freundschaft mit Friedrich Schiller und dessen Frau Charlotte. Und er traf auch Sophie Schubert, die dann später Moreau hieß, eine junge Schriftstellerin, die von Schiller gefördert worden ist. Und Fischenich spielt deswegen eine Rolle, weil er am 26. Januar 1793 einen Brief an Charlotte Schiller geschrieben hat, also die Frau von Friedrich Schiller. Also 8 Wochen, nachdem Beethoven abgereist ist nach Wien. Und diesen Brief, den ich hier im Original mal abgebildet habe, hat er geschrieben: Ich lege Ihnen eine Komposition der Feuerfarbe bei, was das ist, sehen wir gleich, und wünsche Ihr Urteil darüber zu vernehmen. Sie ist von einem hiesigen jungen Mann, dessen musikalische Talente allgemein angerühmt werden und den nun der Kurfürst nach Wien zu Haydn geschickt hat. Aber da geht es natürlich um Beethoven. Er, dieser junge Mann, wird auch Schillers Freude, und zwar jede Strophe, bearbeiten.
Ich erwarte etwas Vollkommenes, denn so viel ich ihn kenne, ist er ganz für das Große und Erhabene. Sonst gibt er sich nicht mit solchen Kleinigkeiten wie die Beilage ist ab, die er nur auf Ersuchen einer Dame verfertigt hat. Also diese Feuerfarbe, dieses Lied, was er da geschrieben hat, sagt Fischenich, sei auf den Wunsch einer Dame entstanden. Charlotte Schiller war ganz jung verheiratet mit Friedrich Schiller. 1790 haben die geheiratet. Sie hat ihren Mann lange überlebt, bis 1826, und ist im Übrigen auf dem alten Friedhof in Bonn begraben. Dieser Brief ist der erste Beleg dafür, dass Ludwig van Beethoven das Schiller-Gedicht, Die Freude von Schiller, in Bonn nicht nur gekannt hat, sondern auch die Absicht hatte, dieses Gedicht zu vertonen. Und wenn man dieser Spur weiter nachgeht, trifft man zunächst mal auf diese Feuerfarb. Also das, was Fischenich geschrieben hat an Charlotte Schiller. Ich lege Ihnen die Komposition der Feuerfarbe bei. Charlotte Schiller hat darauf ein paar Tage später geantwortet: Die Komposition der Feuerfarbe ist sehr gut. Ich verspreche mir viel von dem Künstler und freue mich, dass er die Freude komponiert. Dieses Gedicht Feuerfarb ist von Sophie Mereau, also der ursprünglichen Sophie Schubert, die 1793 den Herrn Mereau geheiratet hat. Und sie ist von Friedrich Schiller gefördert worden. Und Fischenich hat offensichtlich dieses Gedicht Feuerfarb, was zu dem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht war, nach Bonn mitgebracht. Beethoven hat es vertont. Und dann hat Fischenich die Noten der Vertonung wieder zurückgeschickt zu Charlotte Schiller, die sie wahrscheinlich auch der Sophie Mereau weitergegeben hat. Und was das für ein Lied gewesen ist, wie das geklungen hat, dieses Feuerfarb und der Text dazu, das spiele ich Ihnen jetzt mal eben vor. Ich weiß eine Farbe, der bin ich so hold, die achte ich höher. Silber und Gold, die trag ich so gerne um Stirn und Gewand und habe sie Farbe der Wahrheit genannt. Wohl blühet in lieblicher, sanfter Gestalt die glühende Rose, doch bleichet sie. Drum weite zur Blume der Liebe man sie, ihr Reiz ist unendlich, doch welket ihr früh. Die Bläue des Himmels strahlt herrlich und mild, drum gab man der Treue dies freundliche Bild, doch trübet manch Wölkchen den Äther so rein, so schleichen beim Treuen oft Sorgen sich ein. Die Farbe des Schnees so strahlend und Licht heißt Farbe der Unschuld, doch dauert sie nicht. Bald ist es verdunkelt, das blendende Kleid, so trüben auch Unschuld, Verleumdung und Neid. So fragt ihr der Farbe so hold, den heiligen Namen der Wahrheit gezollt, weil flammender Schimmer von ihr sich ergießt und ruhige Dauer sie schützend umschließt. Ihr schadet der nässende Regenguss nicht, doch bleicht sie.
Das war also Peter Schreier mit der Feuerfarbe, wo es um die Farbe der Wahrheit geht. Und dieses Gedicht von Sophie Mereau, die von Schiller gefördert worden ist, hat eben Fischenich zurückgebracht nach Bonn. Beethoven hat es vertont und Fischenich hat es dann gleich an Charlotte Schiller geschickt, mit der Ankündigung, dass Beethoven eben auch ein anderes Schiller-Gedicht, nämlich die Ode an die Freude, vertonen würde. Nun kannte aber Ludwig van Beethoven das Gedicht von Friedrich Schiller schon vorher, ohne es zu wissen, dass das von Friedrich Schiller ist. Friedrich Schiller hat die Ode an die Freude 1785 geschrieben, also schon 5 Jahre vorher, als eine Freundschaftsgabe an seinen Freund, den Komponisten Christian Gottfried Körner. Und Fischenich hat übrigens auch Körner getroffen, als er 1791, 92 in Jena gewesen ist. Und das Gedicht von Schiller ist dann in dem zweiten Heft der Thalia, also der Zeitschrift, die Schiller gegründet hat, erschienen. Und gleichzeitig ist auf Wunsch von Friedrich Schiller auch bei dieser Ausgabe der Thalia eine Vertonung von Ode an die Freude erschienen, die nämlich sein Freund Christian Gottfried Körner gemacht hat, als ihm Friedrich Schiller das Gedicht geschenkt hat. Also Anfang 1786 ist das Gedicht erschienen, in Thalia und gleichzeitig die Vertonung von Körner, also die erste Vertonung der Freude schöner Götterfunken. Allerdings in Thalia war bei dem Abdruck des Gedichtes der Name Schiller nicht angegeben. Und Sie sehen es ganz oben auf dem Notenzettel, für Körner war nur K angegeben. Jetzt hören wir uns mal an, wie Christian Gottfried Körner das Gedicht vertont hat, also die erste Vertonung von Freude schöner Götterfunken. Also so hat Herr Körner das Gedicht von Schiller vertont und dieses Gedicht hat sehr schnell die Runde gemacht durch Abschriften. Es gibt auch Briefe von Freunden von Schiller, die ihm geschrieben haben, ich habe dein Gedicht abgeschrieben und es ist von diesem oder jenem auch gleich als Lied gefasst worden. Es wurde sehr schnell verbreitet und sehr schnell populär und landete auf diese Art und Weise auch in der Neuwieder Freimaurerzeitung. Das Fürstentum Neuwied war ein besonders liberales, eben unmittelbar in der Nähe von Bonn gelegen. Und dort, Sie sehen es hier, ist schon am 17. August das Gedicht abgedruckt worden, allerdings auch ohne Autor. Und die Freimaurerzeitung hat auch ausdrücklich darauf hingewiesen bei diesem Abdruck, wir wissen nicht, von wem das Gedicht kommt, und hat im August 1787 darauf hingewiesen, es gibt auch eine Vertonung
Und die werden wir, sobald wir sie haben, auch in unserer Zeitung abdrucken. Und diese Vertonung ist dann in der Tat am 15. Oktober 1787 sozusagen nachgeliefert worden von der Neuwieder Freimaurerzeitung. Und als das nachgeliefert worden ist, Sie sehen hier die ursprüngliche Vertonung und dann, wie es in der Neuwieder Freimaurerzeitung abgedruckt worden ist, Sie sehen, wahrscheinlich durch einen Schreibfehler wurde aus Freude schöner Götterfunken Freunde schöner Götterfunken. Und die Neuwieder Freimaurerzeitung hat sowohl den Text als auch die Vertonung fälschlicherweise zugeschrieben dem Christian Daniel Friedrich Schubart. Schubart war damals ein sehr bekannter und populärer Mann. Er hat die Aristokratie sehr kritisiert. Er war 10 Jahre in Festungshaft. Friedrich Schiller hat ihn dort 1781 besucht. Schubart selber, auch Komponist, hat auch 1777 Bonn besucht. Und Schubart selber hat auch Gedichte von Schiller vertont, auch dieses Gedicht An die Freude. Das ist aber erst 1789 passiert, also erst 2 Jahre nach der Vertonung hier, die ihm zugeschrieben worden ist. Das war die Neuwieder Freimaurerzeitung, also Ode an die Freude dort abgedruckt und die Vertonung und beides fälschlicherweise nicht Schiller und Körner, sondern Schubart zugeschrieben. Und da kommt nun wiederum eine besondere Verbindung zu Beethoven ins Spiel. Da komme ich dann gleich nochmal drauf, will aber zunächst nochmal darauf hinweisen, dass Beethoven den Schubart auch, zwar nicht persönlich, aber sicher kannte. Goethe hat damals geschrieben, Schubart sei als Komponist in jener Zeit unerreichbar gewesen. Beethoven besaß von Schubart bis zu seinem Tod die 1804 veröffentlichte Schrift Ästhetik der Tonkunst. Und er hat, das ist hier abgebildet, seinem Freund Franz Gerhard Wegler 1790/91 die Vertonung des Kapp-Liedes, die Klavierübertragung des Kapp-Liedes hier auf der ersten Hälfte des Blattes geschenkt. Und auf diesem Notenblatt ist gleichzeitig auch die Sonatine für Klavier, Werke ohne Opuszahl 50 abgedruckt. Das Kapp-Lied ist 1787 geschrieben worden von Schubart. Und es war ein Protest gegen den Herzog Karl Eugen von Württemberg, der damals ein Söldnerheer ausgehoben hat, um es an der Kap der guten Hoffnung in Afrika zu schicken. Und dieses Kapplied war sozusagen als Ausdruck des Protestes gegen die Willkür des Adels besonders populär. Ludwig van Beethoven kannte es und hat es eben damals schon in einer Klavierfassung niedergeschrieben. Und das klang so. Also Beethoven war der Name Schubart sehr wohl ein Begriff gewesen. Kannte er denn nun auch die Neuwieder Freimaurerzeitung, wo das Gedicht von Schiller mit einer falschen Zuschreibung abgedruckt gewesen ist? Das war in der Tat der Fall gewesen und ist sehr, sehr wahrscheinlich, denn zwei Herausgeber der Neuwieder Freimaurerzeitung spielten dabei eine Rolle. Ein Herausgeber, das war ein Dietrich Wilhelm Andrae, war Mitglied einer Freimaurerloge in Neuwied. Und dieser Freimaurerloge gehörte auch der Beethovenlehrer Christian Gottlob Neefe an.
Also da gab es schon mal einen Konnex. Neefe kannte mit Sicherheit die Zeitung, die sein Kollege in der Loge rausgegeben hat. Und der andere Verleger der Freimaurer Zeitung war Friedhelm Heinrich Gera. Und der verlegte auch die Vertonung, die Neefe von Oden von Klopstock gemacht hat. Sie sehen hier eine Zeitungsanzeige aus dem Bönschen Intelligenzblatt, wo der Herr Gera aus Neuwied, Sie sehen es hier unten, wie es unterschrieben ist, bewirbt die Komposition von Neefe. Und Gera war auch ein regelmäßiger Besucher der Bonner Lesegesellschaft, hat dieser nicht angehört. Das ist übrigens die damals sehr populäre Ausgabe der Oden von Klopstock in Musik gesetzt von Neefe, kurfürstlicher Hoforganist, in der zweiten Auflage schon, was Gera herausgebracht hat. Also Neefe als Lehrer von Beethoven kannte das Schiller-Gedicht, ohne zu wissen, dass es von Schiller ist, über die Neuwieder Freimaurer-Zeitung und hat es wahrscheinlich auch Beethoven mitgebracht, um es zu vertonen, denn das ist damals sehr häufig passiert. Die Ode an die Freude ist sehr häufig vertont worden. Veröffentlicht worden ist das Gedicht von Schiller mit Namensnennung erst 1790 in Hamburg. Also entweder hat dann Beethoven durch diese Veröffentlichung oder durch Fischenich, der aus Jena zurückkam, erfahren, dass das Gedicht, was er aller Wahrscheinlichkeit nach schon kannte, dass das Gedicht von Friedrich Schiller ist, den er ja sehr verehrt hat. Nun hat ja Fischenich in dem Brief, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe, geschrieben an die Frau von Friedrich Schiller, dass Beethoven die Absicht hat, dieses Gedicht zu vertonen. Hat er das denn nun damals schon in der Bonner Zeit gemacht? Hat er es denn schon vertont? Auch darauf gibt es einen Hinweis, denn es gibt einen Brief von Ferdinand Ries, dem Schüler und Assistenten von Beethoven, den dieser im Auftrag von Beethoven geschrieben hat, an Nikolaus Simrock. Ferdinand Ries, Sie erinnern sich, war der Sohn von Franz Anton Ries, des Bonner Geigenlehrers und Orchesterkollegen von Beethoven, und ist dann von seinem Vater zur Ausbildung zu Beethoven nach Wien geschickt worden. Und der hat an den Nikolaus Simrock, ein anderer Hofmusiker, der einen Verlag gegründet hat, den Brief geschrieben, 1803, und hat dem angeboten, dass der Lieder von Beethoven kaufen könnte, um sie zu verlegen. Auch Sie können jetzt 8 Lieder von Beethoven und ein Präludium, die er seinem jüngsten Bruder für einige erwiesene Gefälligkeiten schenkte, kaufen. Er, Beethoven, fordert 200 Taler. Der Text ist folgender, und dann wird eben aufgezählt. Nummer 1, die Feuerfarbe, die Sie gerade gehört haben. Dann ein Lied, die Ruhe, Maigesang, der freie Mann, von der Liebe, Marmott, und dann ist an die Freude. Und dann das Blümchen Wunderhold. Er machte sie vor 4 Jahren, schrieb Ries an Simrock, das wäre dann 1799 gewesen. Ich wünsche bald hierüber eine Antwort zu haben. Nun wissen wir bei einigen dieser Lieder, nämlich bei der Feuerfarb, bei dem Lied Der freie Mann und bei dem Lied Von der Liebe, dass sie schon in Bonn geschrieben worden sind. Feuerfarb habe ich Ihnen ja gerade vorgespielt. An die Freude ist das einzige dieser Lieder, was verschollen ist. Wir wissen also nicht, mit welcher Art Beethoven dieses Gedicht vertont hat. Wir wissen auch nicht genau wann, aber es könnte durchaus sein, dass Beethoven mit der Vertonung schon begonnen hat, als Fischenich diesen Brief an Charlotte Schiller geschrieben hat. Die 6 Lieder von diesen 8, die hier angeboten worden sind, sind dann 1805, also 2 Jahre später, verlegt worden und als Opus 52 veröffentlicht worden. Das ist ja oft so, dass mit einer relativ hohen Opuszahl Kompositionen veröffentlicht worden sind, die Beethoven schon in Bonn geschrieben hat. Und Opus 52 Nummer 2 ist eben die Feuerfarb, die ich Ihnen vorgespielt habe. Das ist also die eine Wurzel der Ode an die Freude, die nach Bonn zurückgeht.
Man kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Beethoven den Text des Gedichtes kannte, obwohl er wahrscheinlich zunächst nicht wusste, dass es von Schiller ist. Das hat er dann sicher spätestens durch Fische nicht erfahren. Und wir wissen auch, dass er die Absicht hatte, das Gedicht zu vertonen und dass er es auch vor 1799 getan hat. Wir wissen nur nicht, wann. Und wir haben leider auch die Noten nicht. Es gibt aber auch einen Hinweis auf die Melodie, die wir aus der Ode an die Freude kennen, auf die Bonner Zeit. Die Melodie der Ode an die Freude aus der 9. Sinfonie hat einen klaren Vorläufer in der Melodie der Chorfantasie, die 1808, 1809 von Beethoven fertiggestellt worden ist. Und darin wieder gibt es einen klaren die Übernahme einer Melodie des Liedes Seufzer einer Ungeliebten Gegenliebe, also zwei Lieder in einem, die Beethoven vertont hat, die 1794, 95 fertiggestellt wurden. Und da wissen wir eben nicht, ob sie vielleicht auch schon in Bonn komponiert worden sind. Diesem Lied Gegenliebe liegt ein Text des damals sehr populären Dichters Gottfried August Bürger zugrunde. Und dieses Lied Gegenliebe ist schon 1783 von Joseph Haydn vertont worden. Man kann davon ausgehen, dass Beethoven das kannte. Und Bürger ist von sehr vielen Komponisten vertont worden. Über 180 Komponisten haben Gedichte von Bürger vertont, auch Neefe und Beethoven selbst auch. In Opus 52 in dieser Liedsammlung sind die beiden Lieder Mollys Abschied und das Blümchen Wunderhold auch Gedichte von Bürger gewesen. Und ich spiele Ihnen jetzt mal vor hintereinander das Lied Gegenliebe, die entsprechende Passage aus der Chorfantasie und die entsprechende Passage aus der 9. Sinfonie. Und es wird Ihnen gleich auffallen, dass die Melodien eine große Ähnlichkeit haben. Wüsste ich, dass du mich liebst, wird ein bisschen Hilfes und von dem, was ich für dich nur ein Hundertteilchen fühltes, dass dein Dank mit meinem Gruß halben Wegs entgegengehe und dein Mund den Wechselkurs gerne gebe und wieder nehme. Dann, o Himmel, außer sich würde ganz mein Herz verloren, Leib und Leben, könnt ich dich nicht vergebens lassen fordern. Also Sie sehen, diese Melodien sind mit ganz wenigen Notenveränderungen praktisch gleich, ein bisschen rhythmische Verschiebungen. Und die Melodie der 9. Sinfonie, des Chores in der 9. Sinfonie, geht eben auf die Chorfantasie zurück und die auf das Lied Gegenliebe. Und bei dem Lied Gegenliebe kann es durchaus sein, dass es schon in der Bonner Zeit entstanden oder begonnen worden ist. Es ist eben in den sehr frühen Wiener Jahren veröffentlicht worden. Also zwei Wurzeln, nämlich die Begegnung Beethovens mit dem Schiller-Text und die Frage der Melodie,
deuten auf Bonn hin. Und jetzt gibt es natürlich noch eine weitere dritte Wurzel. Denn der Auftrag, die 9. Sinfonie zu komponieren, kommt von einem Bonner. Das war nämlich dieser Ferdinand Ries, über den ich vorhin schon gesprochen habe. Er war nämlich ab 1815 Direktor der Philharmonischen Gesellschaft in London gewesen. Diese Philharmonische Gesellschaft ist 2 Jahre vorher gegründet worden und eins der Gründungsmitglieder war Johann Peter Salomon, auch ein Bonner, der 30 Jahre vor Beethoven im gleichen Haus in der Bonngasse geboren wurde. Und Johann Peter Salomon hat dem anderen Bonner Ferdinand Ries die Türen geöffnet und Ferdinand Ries war dann der Direktor, der 1817 Beethoven diesen Kompositionsauftrag über 2 Sinfonien gegeben hat. Sie erinnern sich dran, Ferdinand Ries war Schüler und Assistent von Beethoven. Also auch das ist ein klarer Hinweis auf die Bonner Wurzeln der Ode an die Freude, die es diesen Kompositionsauftrag hat es eben wegen dieser persönlichen Beziehungen zueinander gegeben, deren Knotenpunkt Bonn gewesen ist. Und dann ist es auch noch so, dass Ferdinand Ries, der 1824 nach Bonn zurückkam und zusammen mit Felix Mendelssohn Bartholdy das Niederrheinische Musikfest geleitet hat, 1825, also kurz nach der Uraufführung, die erste Aufführung der 9. Sinfonie in Deutschland auf den Weg gebracht hat, und zwar mit ausdrücklicher Unterstützung von Beethoven. Es gibt da einen Briefwechsel, wo Beethoven auch noch den ein oder anderen Hinweis zu der eigenen Partitur gibt. Und ich habe sie Ihnen hier mal aufgeschrieben, wie Beethoven die Textunterlegung mit der Silbenverteilung bei dem einleitenden Rezitativ zum Chor korrigiert hat. Übrigens ist das die einzige Stelle, wo Beethoven selbst den Text für eine seiner Kompositionen geschrieben hat. Und es ist eine besonders schwere Stelle und alle Sänger sagen auch, diese Textstelle, die Beethoven selbst geschrieben hat, zeigt, dass er kein besonders großes Talent hatte, was die Dichterei betrifft. Das war also für die Aufführung der 9. Sinfonie 1825 in Aachen beim Niederrheinischen Musikfest. In Bonn ist die 9. Sinfonie übrigens erst 1845 zum ersten Mal aufgeführt worden, anlässlich des ersten Beethovenfestes. Da werde ich mich beim nächsten Mal damit befassen, woher es eigentlich kommt, dass in Bonn die Beethovenmusik mit so großer zeitlicher Verzögerung gespielt worden ist. Also Ode an die Freude, den Text kannte Beethoven bereits in Bonn. Die Melodie hat sehr frühe Wiener Ursprünge, vielleicht auch schon in Bonn. Und der Kompositionsauftrag für die 9. Sinfonie kam eben auch von einem Bonner über die Philharmonische Gesellschaft in London. Was auch wenig bekannt ist, ist, dass die Bonner Kompositionen, die Beethoven gemacht hat, schon vertrieben worden sind, auch in Wien, bevor Beethoven überhaupt nach Wien kam. Ich habe Ihnen hier eine Zeitungsanzeige mal rausgesucht aus der Wiener Zeitung vom 13. August 1791, wo geworben wird, dass in dem musikalischen Magazin der Heiligen Dreifaltigkeitssäule auf dem Graben gegenüber der unteren Bräunergasse Nummer 1152 Musikalien angeboten werden. Und da finden Sie auch Beethoven, die 24 Variationen über die Ariette Veni Amore von Rinini. Dieses Werk war erst kurz zuvor beim Verlag Schott in Mainz erschienen und wurde dann schon in Wien angeboten. Und ich habe ja beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass dieses Stück von Beethoven seine außergewöhnlichen Fähigkeiten als Pianist schon weit über die Grenzen von Bonn verbreitet hat und will Ihnen hier einfach nochmal das Thema und 2 der Variationen von diesem Werk vorspielen. Thank you.
Sie haben gemerkt an dieser Art, wie Beethoven diese Variationen geschrieben hat, voller musikalischer Überraschungen, viele Regelbrüche, ganz unerwartete Dinge mit einem sehr ausgereiften Kompositionsstil. Ich komme gleich nachher nochmal drauf zurück, will aber noch auf eine andere Sache hinweisen, nämlich, dass die erste Aufführung einer Beethoven-Komposition im Ausland, soweit uns das bekannt ist, auch auf Bonn zurückgeht. 1781/81 kam der Engländer Johann Bowater mit seiner Frau Frances nach Bonn und hat sich hier niedergelassen. Es gibt Gerüchte, dass Frances Bowater, die wir hier abgebildet sehen, eine Geliebte des Kurfürsten Max Franz gewesen ist. Das Paar hat sich jedenfalls getrennt. Er ist zurück nach London und sie ist in Bonn geblieben. Und als dann die Franzosen auf Bonn vorrückten, man darf ja nicht vergessen, am 16. Oktober 1793 ist Marie Antoinette enthauptet worden. Das war die Schwester des Kurfürsten Max Franz gewesen. Max Franz selber hat seine Flucht vorbereitet und er hat dann den Hauskaplan Clemens Doppler beauftragt, die Frau Bowater nach Hamburg zu bringen, damit sie zurück nach England kommen kann. Der Kaplan hat sich dann entschlossen, selber auch zu fliehen. Dieser Kaplan Doppler, Hofkaplan, ist seit 1780 in den Hofkalendern erwähnt. Er kannte mit Sicherheit Beethoven sehr gut, Beethoven stellvertretender Hoforganist. Und Doppler war auch ein Geiger gewesen, der von dem gesagt wird, dass er nie ohne seine Geige irgendwo unterwegs gewesen ist. Jedenfalls Doppler und Frances Bowater sind nach England geflohen, haben sich dann in Leicester zunächst niedergelassen und dort den Kunstliebhaber und Strumpffabrikanten Wilhelm Gardiner kennengelernt, der dann dafür gesorgt hat, dass ein Werk aufgeführt worden ist, was Beethoven in Bonn geschrieben hat, aber erst in Wien 1795 nochmal überarbeitet hat, nämlich das Trio für Violine, Viola und Violoncello, Opus 3. Das ist außergewöhnlicherweise, hat das 6 Sätze. Und es ist eben so, dass Doppler aus Bonn das Manuskript, die Noten von diesem Trio mitgebracht hat. Und das wurde dann in 1796 in Leicester aufgeführt. Wie das klang, zeige ich Ihnen mal kurz hier in einer Aufgabe, in einer Aufnahme auch mit Tabea Zimmermann. Dieses Werk hat also Doppler dann mit Musikern aufgeführt in Leicester. Es gibt eine schöne Besprechung eines Bekannten von Beethovens, von Beethoven, Franz Schneider, Xaver Schneider von Wartensee, ein Schweizer. Der hat mal über ein Hauskonzert geschrieben, wo Haydn, Mozart und Beethoven gespielt worden sind. Bei Haydn strickten die Damen fleißig, bei Mozart legten sie das Strickzeug weg. Und bei Beethoven entrollten sich süße Seufzer ihrer Brust.
Und Gardiner war so von der Emotionalität des Werkes beeindruckt, was er da gehört hat, dass er fortan ein Beethoven-Fan wurde. Er hat alle versucht, möglichst viele Noten und Erstausgaben von Beethoven zu kaufen, hat Beethoven 1820/21 6 Strümpfe nach Wien geschickt. Das war damals ein absolutes Luxusgut. Hat ihm Geld angeboten, dass er ihm Musik schreibt für eine eigene Komposition. Beethoven hat darauf nie geantwortet. Und dieser Gardiner war auch 1845 bei der Denkmalenthüllung in Bonn und wurde dann spontan gebeten, auch die Urkunde zu unterschreiben, gemeinsam mit Königin Victoria, die im Beethoven-Denkmal dann eingelassen worden ist. Also auch da ist es interessant, Noten, die aus Bonn mitgebracht worden sind, sind nach all dem, was wir wissen, haben dazu geführt, die erste Aufführung eines Beethoven-Werkes im Ausland. Und ich möchte zu diesem Kapitel abschließend noch auf zwei Stimmen hinweisen, nämlich Alexander Wielock-Sayer, der erste große Beethoven-Biograf, der als Quintessenz geschrieben hat, 1866. Für uns bleibt das Ergebnis, dass Beethoven, als er von seiner Vaterstadt Abschied nahm, nicht bloß die Formen, in denen er schuf, namentlich die der Kammermusik, technisch beherrschte, sondern auch seine künstlerische Eigenart entwickelt hatte. Wer sich die Trauerkantate, das Oktett, das Trio Opus 3, haben wir gerade gehört, noch einmal vergegenwärtigt, um nur einige Höhepunkte zu nennen, ist darüber nicht im Zweifel, dass hier nicht bloß Übung und Können, nicht bloß Nachahmung anderer Meister, sondern eine ausgeprägte Künstlerindividualität vor uns steht, die freilich ihrer vollen Ausgestaltung und Entwicklung noch hat, die ihn aber sofort von anderen unterscheidet und kenntlich macht. Der Musikwissenschaftler Ulrich Konrad, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates des Beethovenhaus, Leibniz-Preisträger, hat es noch stärker auf den Punkt gebracht, dass der Bonner Beethoven keine Larve war, aus der erst in Wien der wirkliche Künstler geschlüpft ist. Diese Behauptung sollte nach unseren Bemerkungen weniger als bilderstürmende These, denn vielmehr als berechtigte Annahme für die Biografie wie für den schöpferischen Werdegang des Komponisten unstrittig sein. Und im Beethovenwerk spielte ja auch Natur eine große Rolle. Auch das lässt sich deutlich nach Bonn zurückführen. Hier sehen Sie einen Blick damals auf die Stadt Bonn vom Kreuzberg aus. Und Hector Berlioz, der 1845 bei der Denkmalenthüllung gewesen ist, hat in seinen Erinnerungen geschrieben, mehrere Kreise behaupten, er hat damals in Königswinter übernachtet, Beethoven in seiner Jugend gekannt zu haben. Wie sie sagen, fuhr er oft in einem Kahne herüber, um auf ihren Ebenen zu träumen und zu arbeiten. In der Tat hatte Beethoven eine große Liebe für das Land. Dieses Gefühl hat viel Einfluss auf seinen Stil gehabt und macht sich manchmal auch in solchen Kompositionen von ihm bemerkbar, die keinerlei ländliche Tendenz haben. Also diese Naturverbundenheit spielte eben auch eine große Rolle. Oder wie Sayer es geschrieben hat, überall aber weht uns der warme, edle Ton entgegen, den seine Bonner Eindrücke gezeitigt hatten und der ihn nicht mehr verlassen hat, gehalten und beherrscht durch die künstlerische Hand und das unbedingte Schönheitsgefühl, welches keine Konzessionen kennt. Beethoven hielt sie wert. Nach Jenny, Schüler von Beethoven, Mitteilung an Otto Jahn, brachte er sie mit nach Wien, wo er sich mit ihnen zuerst produzierte. Also Beethoven und die Wurzeln seines Werkes in Bonn sind eben nicht zu trennen, ob das nun die 9. Sinfonie betrifft oder ob das andere Werke betrifft. Und es ging mir heute darum, nochmal auf diese Wurzeln hinzuweisen, insbesondere was die Ode an die Freude betrifft. Und beim nächsten Mal wird es dann darum gehen, wie war das eigentlich in Bonn, nachdem Beethoven Bonn verlassen hat, in der französischen Besetzung? Und wie kam es eigentlich, dass Beethoven überall gespielt worden ist, von Wuppertal, Aachen, Bremen, aber in Bonn nicht? Darum wird es beim nächsten Mal gehen. Für heute danke ich für die Aufmerksamkeit. Thank you.